Italien an einem verregneten Wochentag. Unser Weg führt durch die ländliche Gegend zum ehemaligen Anwesen eines Fußballtrainers. Das abgeschiedene Gelände umfasste neben dem Wohnhaus einen Friedhof mit eigener Kapelle. Echt? Gleich dran hier? Krass. Da hinten ist ja eine Kapelle. Na, gucken wir mal hin. Oh, ist das eklig, wie das hier stinkt. Guck mal da, das Radio, Alter. Ein Sakura. Boah, hier riecht's total nach Urin. Das alte Haus eines Fußballtrainers und wir mittendrin. Krass, krass. Oh, hier ein riesiger Kamin. Guck mal. Oder das, was davon übrig geblieben ist. Der Wohnbereich. Alles angerichtet. Sessel, Getränke und der Fernseher. Auch hier keine normale Heizung, sondern ein alter Ofen, also ein Kanonenofen. Oder optional ein doch noch recht schöner Kamin. Doch, jetzt wird es doch interessant. Und vor allen Dingen etwas schöner. Hier hängt sein Trikot. Oh, wie das von Motten zerfressen wurde. Krass. Hier haben wir noch was zur Familie. Hier die Deckenverzierung so toll. Guck mal. Ja, die haben früher echt immer Wert auf solche Details gelegt. So, wir gucken mal gleich nach oben. Sagte ich gerade, die Deckenverzierungen sind toll. Dann guckt euch diesen Raum an. Schöne Tapete verwendet. Nee, das ist gar keine Tapete. Das ist gezeichnet, das ist gemalt. Das muss man dann wahrscheinlich mit Schablonen gemacht haben. Weil das ja total gleichmäßig aussieht. Mega schön. Also wenn man heute ein Haus bauen würde und man ließe sich sowas extra nochmal anfertigen, da könntest du richtig tief ins Portemonnaie greifen. Und damals schien das mehr oder weniger immer selbstverständlich zu sein. Hier haben wir ein Bett, auch wieder mit, ich würde sagen, hintrapierten Trikots oder Sportklamotten. Hier haben wir ein Bad. Auch wieder beheizt mit Kohle. Da hinten ist der alte Wasserboiler. Die waren übrigens damals revolutionär. Ja, man muss sich das überlegen. Das gab die Art dieser Wasseraufbereitung früher nicht, also dieser Warmwasseraufbereitung. Das hat dann irgendjemand erfunden. Also in Deutschland waren, glaube ich, Junkers die ersten. Und das hat dann alles revolutioniert. Auf einmal konnte jeder warm baden, wann er Lust hatte. Sachen, die so für uns heute völlig selbstverständlich sind. Was ist das denn? Sieht aus wie so ein altes Tonbandgerät.
Obwohl das eigentlich nicht sein kann. Part links, Part rechts. MC, Tag, Plane. Wozu denn hier diese komische Skala? Hier kommen da sicherlich mal irgendwelche Spulen drauf. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich dachte erst, das ist ein altes Telefon. Ui, hier haben wir nochmal ein ganz großes Bett. Also scheinen auch hier wieder eine ganze Menge Leute gelebt, geschlafen, gearbeitet, keine Ahnung, was auch immer zu haben. Das könnte er dann gewesen sein, er und seine Frau. Den Namen von ihm weiß ich jetzt leider nicht. Also von dem Trainer. Hier war seine Kommode. Oder die Kommode von den beiden. Da scheint auch nichts mehr drin zu sein. Das ist halt immer irre, was die für Möbel früher hatten. Ja, mit solchen Verzierungen. Heute ist ja alles bloß so nach Zweck gebaut. Das muss halt einfach funktionieren. Und früher waren die da etwas einfallsreicher. Aber da kam es halt immer darauf an, dass das alles immer so einen gewissen Schick hatte. So einen gewissen Stil. Und hier haben wir echt noch ein paar Klamotten. Das sind Männerklamotten, irgendwelche Sakkos. Ich glaube, da ist noch ein Pyjama oder ein Hemd. Und das waren die Frauenklamotten. Ein oller Mantel, Bläser und so weiter. Oh, ist das hier eng. Schlafzimmer Nummer 3, glaube ich. Der Größe nach könnten das Kinderbetten gewesen sein. Auf jeden Fall Kinderbetten. Nochmal so ein interessantes Detail. Guckt euch mal die ollen Steckdosen und die ollen Schalter an und wie das immer so verkabelt war hier. Das lässt darauf schließen, dass das Haus also locker aus den frühen 30ern, Mitte 30ern stammt. Hier steht sogar noch ein oller Radiowecker. Irgendwann vor 20, 25 Jahren stehen geblieben. Das war wohl das Hauptbadezimmer. Relativ groß. Eingefließte Wanne. Toilette. Bidet. Also Bidet scheint hier generell auch schon vor Urzeiten völlig selbstverständlich gewesen zu sein. Auf jeden Fall bei den Leuten, die ein bisschen mehr Kohle hatten. Das Waschbecken, der Spiegel und hier sogar noch ein aller Föhn. So, das Wasser für die Badewanne scheint man aber, wenn ich das gerade richtig sehe, hier über eine Gastherme beheizt zu haben. Da hinten war noch ein Klo, da liegt noch ein Klokasten. Hier ist noch ein Waschbecken. Was ist denn das hier? Ist das eine Sauna? Ne, sieht ja nach Klo aus. Ach, ein Doppelklo. Ah ne, Klo mit Bidet. Heieiei. Ach du Scheiße, was ist das für eine Dusche? Hab ich gerade oben über dieses Ding gewundert. Das ist ein Wasserboiler. Und eine unglaublich professionelle Dusche. Okay, das ist dann der doch eher unschöne Teil des Hauses. Ich habe mich mal hier draußen noch ein bisschen umgeguckt und voilà, was habe ich gefunden? Einen alten Fiat Tipo. Richtig schön abgegammelt. Auch schon mit dieser komischen Armatur. Also man hatte hier nicht wirklich Zeiger, glaube ich. Also auf jeden Fall gab es hier keine runden Armaturelemente. Ja, hier scheint es noch so etwas wie eine alte Stallung zu geben.
ja, relativ unspektakulär. Da waren wahrscheinlich irgendwelche Pferde drin oder irgendwelches Getier. Jo, da sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wichtig dabei ist, Glocke drücken, damit ihr auch, wenn ihr uns abonniert habt, nichts mehr von uns verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hoffentlich nicht wieder bei so einem Scheißwetter. Bis denn!